Guten Morgen, liebe Leute. Was gibt es heute? Heute ist Samstag. Und ich habe meine Lieferung bekommen. Eine wunderschöne Alfinkurbel. Da ist sie. Tada. Die bauen wir jetzt zusammen ein. Oh ne, was ist denn das für ein Müll? Jedes Mal, ey. Ach Mann. Jetzt liegt hier ein Buch. Nicht von mir, natürlich. Da, ja, wieder Essensreste. Und das bezieht jetzt. Das kann doch nicht sein. Oh, ein Stück Spachtelbeet. Ach, da hinten steht. Zwei gleich. Reicht doch, kann ich alle denn sorgen für euch Kinders. Mach schon viel sauber, aber das geht auch nicht. Ich dauernd wegen anderen Leuten durch die Gegend fahren. Weitergehen, bitte weitergehen, das geht hier, schlecht nicht zu sehen. Zack. Gut. Prost, guten Morgen. Erstmal ablegen, Trikot ablegen. Das ist der einzige Auftrag heute. Erstmal, sagen wir mal so, erstmal. Dann hat der Valentin gestern ein Rad gefunden auf der Straße. Und dieses Rad ist aber zum Mitnehmen gewesen. Also es war, stand da unangeschlossen und deswegen wahrscheinlich vom Hausmeister oder irgendwas rausgestellt. Da fehlte das Vorderrad schon und es war halt nicht in einem nicht sehr guten Zustand. Schrotträder, liegen so viele Schrotträder rum. Schade ist es wirklich drum. Jetzt haben wir hinten die Ausfallenden, die waren noch verbogen, die Ausfallenden. Die haben wir gerichtet. Mal schauen, was wir damit machen. Typischer Tommy-Aufbau wäre ja eben, wie gesagt, ich würde gerne 26 Zoll, aber dünn. Dünne Räder. Mit hier im Boden. So, das kann ab. Der Tretlager muss noch raus, auf alle Fälle, weil hier hinter diese Halterung ist. Schaut doch mal, ihr seht das ja, nehmen wir. Hier hinter diesem Tretlager sitzt ja noch diese Halterung, diese Schutzblechbrille. Das ist ja eh schon locker. Und diese Schutzblechbrille muss ab, weil die ist hässlich, da bleibt man dran hängen. Und dieses Blech selber existiert ja eh nicht mehr. Wenn man das auch sportlich umbaut, dann macht das eh keinen Sinn. Also werde ich das wohl auch noch zu Ende führen. Was hier so halbherzig begonnen wurde. Ja, mit Valentin ist auch schwierig zu arbeiten, denn auch der Valentin, sei mal so gesagt, das sagt er ja auch selber über sich und das merkt man auch, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat. Der Valentin ist Autist. Asperger. Fahrradassi quasi. deswegen muss er auch permanent reden. So ein Tick oder was? Keine Ahnung. Genau. Warum? Aber vermutlich deswegen redet er auch die ganze Zeit. Und er redet ja auch sofort mit, wenn irgendjemand kommt. Und was abholen will oder irgendwas eine Frage hat. Na ja, hallo. Dann wird sofort im Subtext mitgeredet. Also. Nicht direkt, aber moin, gleichfalls. So. Den könnte ich auch gewinnen für ein Jugendprojekt. Ah, ich will unbedingt mal ein Jugendprojekt machen. Nur. Aber ein Jugendprojekt ohne Blabla. Einfach nur das Projekt zu üben. Und nicht wegen, ah, wir müssen Fördergelder beantragen. Ich bin schon wieder abgelenkt, ne?
Na gut, okay. Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Also nicht, dass er euch wundert oder so, dass er so ist, wie er ist. Meines Erachtens muss er ja nicht mal arbeiten gehen oder so, sondern er ist so freigestellt irgendwie. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie das so funktioniert. Aber so tief wollen wir da auch nicht mit eintauchen in das Thema. Es soll jetzt nicht Dauerthema werden hier im Laden. Bloß offensichtlich ist es ja so, dass es dass die Leute sich ja wohlfühlen. Tatsächlich. Also das finde ich ja auch schon nicht verkehrt. Also ich meine, wenn sowas zu schaffen, so eine Umgebung, wo so vielleicht auch vereinsmäßig so wie so ein Club ist, wo man, wo sie sich hier hinstellen können und auch mal Fahrradständer benutzen können für ihre Basteleien. Er hat ja eine Werkstatt in seinem Keller. Nein, aber er wollte hier sein. Wir wollen das ja auch nicht alleine machen. Wir wollen ja gemeinsam. Er möchte ja auch ein gemeinsames Projekt hier draus machen. Aus dem Rad jetzt hier zum Beispiel. Okay. Auf alle Fälle, Tretkurbel ab und Tretlager raus. Und diese Brille. Ja, weiß, ja, meistens immer. Ja. Hallo. Wolfgang. Was gibt's neu? Neue, das ringelt schon wieder. Ach so, jetzt sind die Neuigkeiten heute, ja? Die Neuigkeiten? Neuigkeiten? Darf ich dir ja nicht erzählen. Nee? Nee. Wieso nicht? Endlich wieder das Stadion. Endlich wieder das Stadion? Alex, ich muss lachen. Alex hat einen Westenstich im Finger. Ich habe gestern mal ihm angerufen. Blaue Sau, beißt Hund. Haben mich angerufen gestern, haben mich gefragt, haben mich bedankt dafür. Und da sage ich, wie geht's denn so? Ah ja, er kann nicht machen, dachte er. Und ich wollte, muss mal hören. Heute, ja, ich wollte ja nicht, wie die Flaschen, die mir hingestellt hat da. Und Mittelfinger kann nicht bewegen, hat einen Westenstich. Ja. Warte mal, ich muss mal wegräumen. Irgendjemand hat hier den Müll hier hingefangen. Naja, der Buchlache bei mir und so weiter da. Bei dir? Ja. Jetzt liegt es hier, oder was? Was? Jetzt liegt das hier bei mir, oder was? Ja. Was ist denn los mit den Leuten? Neueste Nachrichten, Alex hat einen Wespenstich im Finger. Toll. Das ist alles. Und Klaus auch beißt Hund. Und was heißt das jetzt mit Alex? Ja, hallo. Ich hab weiter nicht mehr gehört. Ich hab nur gehört. Oder wusste, wo das krank ist und die Finger nicht bewegen kann. Westenstich. Weil er den Finger nicht bewegen kann wegen Westenstich. Ja, hallo. So ungefähr. Kannst du mal sehen, und du sagst, meine Frau ist wehleidig. Ja. Und Alex ist krankgeschrieben wegen Westenstich im Finger. Ich sag, Thomas, sei mal nicht böse, aber ich sag nicht mehr. Ja. Ist ja auch okay. Ich hab mich gestern irgendwie so. Weil oder vorgestern so irgendwie Sachen geeiert, was der nicht angeht oder sonst jemand. Aber nicht mal Kommentar dazu geben, also naja, gut. Du hast schon recht, jede Kleinigkeit, es gibt Leute, die sind in jedem Flug krank. Ja, genau. Genau, und das kann nicht sein. So geht das nicht voran, Wolfgang. So kann das nicht funktionieren. Das war bei uns im Arbeit früher schon so, das ist heute schon so. Auch ein paar Tage voll krank gemacht, weil er hat sich so. Was? Hast du? Ja. Feierhund, du. Ich gehe dir ehrlich zu, früher war ja. Ja. Mein Arzt hier oben, meine Hautärzte hier oben. Na, mein Arzt hat mir was gehustet. Tage, die wissen ja, was ich gerne hatte oder so was, ja. Aber manche machen das ja drei, vier Wochen gleich. Oh, Gottes Willen.
Ja, aber wie soll der denn vorangehen denn im Leben? Ja, hast ja recht. Ja. Die wollen einfach nur existieren, aber nee, dann drücken wir doch nicht voran. Der schleppt jetzt schon wieder ab, der Steinbock. Wieso schleppt der ab? Ja, das ist okay. Aber wieso schleppt der ab? Was? Wieso? Das sieht nicht, Alter. An der Ecke, wenn er irgendwo einen Wagen gerutscht, stellt er eine Ecke drin an der Boden oder auf. Das geht ja nicht. Ach so. Wenn er so für den Parkplatz heute frei wird, wurde, wird sie alle wieder besetzt. Fast unangenehm. Ja, ja. Ach so, ja. Ich muss noch mal überlegen, wo stehe ich denn überhaupt? Und von wenn du überlegst, so, du hast schon recht, heutzutage ist die Welt oder die Menschen, das wird immer schlimmer. Vor 20, vor 10 Jahren, 15 Jahren, da haben sie mir alle einen Müllkasten drin geschickt, einen Müllkasten, verstehst du? Was haben sie? Einen Müllkasten, da wollte Eier drin geschickt, Bananen und Kartoffeln. Das ist aber ohnehin nicht. Ja. Ja, ja. Ich bin aber schon jetzt 20 Jahre hier. Und dann ich der Angst da runterkam von Arbeit, ich dachte, da gehen wir aus dem Müllkasten, das steht ja so. Hier oben meine Wohnungstür aufmachen, komme ich ohne rein, dann haben sie mir die Tür das mit Kulle, mit die Kulle. Sie können sich was zu mir kriegen, wie miteinander. Ja, ja. Ja, ja. Ja, schon jetzt. Und dann habe ich mir damals, wie sie uns markiert hat, dann die 70 Kuchstür, so ein Magneter, oder wo machst du hoch und kommt jeder mehr rein. So, das Ding hat noch damals 300, 400 Mark damals gekostet. Was? Ja. Die Dinger sind ja nicht mal so billig. Halt. Ja. Hat der Schuster gesagt, wenn sie das drin haben, dann hat der Computer da wieder rein. Ja, du Uli. Ha. Ich komm da rein, klar. Ja, ich weiß. Ich wollte vorhin auf die runter machen, das war nicht so doch teuer, wa? Das ist, wenn das schwarze Ding da abgeht, dann muss so passen, wa? Ach, Herr Doktor, das ist alles Kanonen. Das stellen Sie mir was vor der Wohnungstüre? Und dann Was? Du bist ja da, läufst da rum, du guckst aus dem Fenster nach wie vor. Na ja, das ist anders, wo ich meine, ja, wie soll ich dir das erklären, wenn man so mal mit anderen zusammen was macht oder so Spaß haben, du verstehst du, was ich jetzt meine, ja? Ja. So wie ich mal war oder so, was stimmt meine ich jetzt, ja? Da hat ja drum den Felix und von einem Jahr versprochen, da drin von seinen anderen auch eine Bank zu bauen, ja? Einen Tisch zu stellen, wenn man mal auch hinsetzen kann, man ein bisschen quatschen kann. Hat er ja keine Interesse. Er hat keine Zeit, Alex. Ich hab mir die gesagt, aber er hat die mir selber mal gesagt, wir machen das mal. Er hat ja das Holz alles da. Aber dann braucht man bloß sagen. Ja. Ich meine, dann braucht man bloß sagen, auf den Standpunkt, ich hab keine Lust und ich hab keine Zeit. Und feiern. Ja, ist aber wahrscheinlich wie bei mir. Ich sage auch immer viel, ich will das machen und letztlich habe ich gar keine Zeit dafür. Ja, ja. Aber ich will es ja trotzdem machen. Das ist ja nicht so, dass ich es nicht machen will. Du bist ja ganz was anderes, Thomas. Ja, ich bin natürlich ein anderer, aber das ist ja nicht ganz was anderes. Das ist schon ein. Naja, du bist ja, du hast einen Laden, du machst das, du musst halt Aufträge, ja? Ja, ich habe Aufträge, ich habe Familie vor allem, die braucht auch Zeit. Ja, du musst ja hier hoch machen, ja. Das ist das, was die meisten ja nicht bedenken, dass die Familie ja auch Zeit kostet. Ja. Und du machst das hier vorne, ja? Ja, das Rad mache ich jetzt hier vorne, weil hier vorne steht, ja. Ja, ich meine wohl, du hast ja recht, da wirst du aber nicht weiter, ja. Nee, nicht wirklich. Sehr gut war Mama, ja. Weißt du, wie ist er von wem, wa? Ja. Ja. Naja, ist er von dir aus, ne? Aus Kanada, wisst ihr, wer ich meine, ja? Ich weiß, wie ich meine. Ja, das ist eine nette Familie. Ja. Gestern hier, gestern früh auch, die lacht auch noch aus 17, hat noch zwei Kinder. Die sind gerade jetzt hier in der Schule. Siehst du, das ist so der Bescheid hier.
Ach ja. So. Naja, weil alle sagen, ich meine, hier gibt es ja auch, der Umfeld ist ja hier schön, Tobi, aber die gibt ja auch viele Leute, die sagen, aber, also, weil Alex nicht sehen, was macht der, dann gibt es da nichts. Und so. Ich habe meine Zeitung geholt, ich kenne ja den auch, weißt, aber ich habe da keine Ahnung, weil ich müsste mich dann ein, in der Gesinn oder was der macht. Ja. Ich meine, das war ja auch noch mal so schön, wisst ihr, wie wir gesagt haben, hier im Keller unten da Karten gespielt haben oder Daten gespielt haben und alles sowas, ja? Ja. Wenn ihr keine Nadeln alle auf dem Turm habt, die haben eine Platten verkauft, wenn hier mal kam oder was, das ist so ein netter Kerl. Netter Kerl, wa? Ja. Mensch, ist das voll. Ich wollte doch hier eine zweite Werkstatt machen. Ich krieg dich um, aber chill, wenn du mal rauskommst, dann kannst du das wegnehmen, ja. Sie hält auf der Stufe. Ja, ich komme jetzt nicht hier runter. Danke, Wolf, ja. Bitte, bitte. Jetzt die Spende. Muss ich jetzt gleich hier reinmachen. Erste Spende ist da jetzt. Ja, siehst du? Das war nicht viel. Glückssend, das ist immer Glückssend. Glückssend sind immer gut. Zack, danke! So ist es. So, jetzt baue ich hier Tretlager aus, auf alle Fälle. Was ist denn mit dem geworden? Er ist dann hier mit dem Unfallfahrrad. Dem Unfallfahrrad? Das ist dann früh, wisst ihr, der sagt dann, der ist mal Auto geflogen mit dem großen. Der war ja dein Nachbar, das war vorgestern, wo der hier war. Vorgestern, mein Nachbar? Der Nachbar war schuld. Mein Nachbar? Ja. Dieser. Naja, Nachbar von dir war, der hat den umgefahren. Ach ja. Wo beide Räder kaputt waren. Ja, richtig, mal her. Ja, welche Kinder meinen, ich weiß ja nicht, welcher Nachbar das ist, aber. Doch, den kennst du wohl. Kann sein, ja. Ich meine, gut, vielleicht hat der auch ein bisschen Schuld, der Radfahrer war. Nö. Anscheinend ja nicht. Ja, ich will ja dazu nichts. Eine Liste haben, geht mir auch nicht an, aber. Da musst du keine Angst haben, wird nicht vor Gericht verwendet. Deine Aussage wird nicht vor Gericht verwendet. Ich hab das daher nicht gesehen, was da passiert ist. Deswegen ja. Ich sehe bloß immer da drüben, der Typ da, weil die sagte da, oder er die Wohnung vermietet da drüben, oder ein anderer drin da. Ja. Der hat dann Tag und Nacht da Licht an da drüben da. Und. Wäre doch ja nicht, ja. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das hier abkriegen, die Seite. Ich kann ja alles nicht machen, das redet ja nicht. Da muss das, hat er Schlaftag heute. Alex hat Schlaftag. Alex hat heute Schlaftag. Nicht Ruhetag, sondern gleich Schlaftag. Ja. Er hat ja schon jetzt wieder 3 Tage von zu Hause gearbeitet. Naja, wie gibt es alle? Du kannst nicht alles machen zu Hause. Naja, du kannst den ganzen Tag zu Hause sitzen, wenn du magst. Naja. Das ist natürlich keine Erfüllung, ne? Das ist natürlich nicht die Erfüllung hier. Kannst du da machen, oder wenn du nicht keine Lust hast, naja, wenn du richtig wollt, dann machst du das da. Naja. Wenn jetzt nochmal wieder in die Geschäft kommst, dann guckst du, was da los ist, und dann rennst du wieder nach Hause. Das war am Montag oder Dienstag, da ist auch mit dem Motorradspiel weggefahren. Da kam jetzt in der Nacht wieder. Wo wir mal dachten, na nun, der hat ihn reingekloppt, natürlich hat er mir gerne die Tür reingekloppt. Bei dir? Ja. Wieso das? Wieso? Keine Ahnung. Wollt ihr Licht haben im Keller oder? Sag mal, das ist ja ständig anders. Ich habe so das an, weil ich dann noch eine Reihe eingebaut habe über mein Kindzimmer. Wenn ich dann mal aufwacht bin, dann nicht noch Reihe hören kann. Ja. Ja, jetzt haben wir das fertig, den Rahmen. Jetzt muss das nur noch sauber gemacht werden. Richtig schön sauber gemacht werden. Als ich gestern Abend aus dem Fenster geguckt habe, weil ich mich zurückgeholt habe, weil ich den ganzen Tag
Ich dachte, das ist halt der Marsch, da habe ich gedacht, dann ist die Straße trotzdem tot. Ja, ja. Das war Ditter, nicht nur der Marsch, und der mit der Corona, alles, das war vorher ja. viel lebhafter. Ja, das ist nicht mehr so wie früher, ne? Nee. Das hat die letzten, also die letzten Jahre hier richtig abgebaut. Ja. Das stimmt. Naja, da hast du, ich wollte ja gerade sagen, hast du ja im Sommer, wenn wir hier mal gesessen haben, haben wir fast zwischen der Kirche hier vorbei, wa? Ja. Naja, jetzt ist das Wetter auch, jetzt geht es zum Herbst zu. Na ja, kannst du da anderthalb Monate noch, dann machst du den Laden wieder zu. Genau. Ach, das passt. Wow. Und Hüfstelle ist jetzt seit 2 Jahren, wa? Ja, das war schnell. Wahnsinn. Bisschen dünnere Reifen, 26 Zoll und aber. Jetzt haben sie schon Ende September schon wieder oder eine Woche Herbst hier gehen. Ja? Ja. Ich weiß ja nicht. Der 3. Oktober ist ja auch schon wieder. Dann wird es gut gesagt, Oktober, 2 Wochen Herbstferien. Und dann fragt Freund, naja, wie Herbstferien? Na ja. Ja, so viel Ferien wie die dieses Jahr haben wir das nie gehabt. Nee, das hat keiner gehabt. Wir waren ja nur ein halbes Jahr zu Hause. Ja. Auch wenn es keine Ferien waren, die sollten ja zu Hause geschult werden, aber das war eine Katastrophe. Das war eine einzige Katastrophe. Man sagt immer, die Schule ist streng heutzutage. Naja, was heißt Meinung? Deine Meinung hast du, oder? Kann ich dir nicht sagen, aber ich staune wohl, dass die Kinder in der ersten oder zweiten Klasse schon Englisch sagen heutzutage, ja. Das meine ich ja, ja. Ja, aber ja. Weil wir früher haben ja, ich habe bei mir in der Schule heute kein Englisch gehabt, ja. Eine Fremdsprache. Ja. Das ist da egal. Na ja, klar. Wow, ja. Das ist ja wirklich knapp fest. Ja, da ist ein Onkel unten. Na? Der baut Fahrräder. Ja, ja. Ja, ja. Nicht runter gehen. Hm. Nicht runter, kann nicht, darf man nicht. Der baut Fahrräder. Ja. Lass mal ein paar Jahre weiter sein, dann spricht deine Tochter nur noch mit dir Englisch. Nee, die ist nicht so ein Genie. Nee? Nee, also die ist nicht so ein Sprachbegabt. Aber Englisch kann sie, wa? Nee, nicht gut. Also sie kann nicht so sprechen, diese Schule so ein bisschen, ne? Aber es ist nicht sehr gut. Muss man lernen, Wolfgang. Na ja, das ist ja richtig, ja. Muss man alles lernen. Bis später. Bis später, Wolfgang. Weg ist er. Gut, naja. Jetzt fange ich schon wieder an, das Ding hier aufzubauen, aber ist das ja nicht. Aber ist das ja nicht Programm. Also warte ich mal wahrscheinlich auf Valentin. Jetzt zeigt das erstmal komplett zerlegt. Weil das muss einmal komplett sauber gemacht werden hier. Das Steuersatz sauber, der Rahmen richtig sauber. Hier drin sauber und durchblasen mal. Gut. Machen wir mal mit dem weiter, mit dem ich eigentlich begonnen habe. Hier ist das andere Projekt. Habt ihr gestern ja auch noch gesehen. Das steht auch noch, das muss auch noch gemacht werden. Da fehlen auch jetzt die Laufräder noch. Laufräder, Deckenbremse. Fertig. Bin echt gespannt, wie das dann fährt. Fährt sich bestimmt cool. Und den mache ich jetzt erstmal hier.
Entschuldigung, mal Material. Hohe Achsen hier schmiere. So, ja, wie auch immer. Haben wir auf der Seite. Do not disassemble. Ja, machen wir nicht. Und einmal festschrauben auf alle Fälle. Also die waren ohne Spacer eingebaut. Das müsste dann also auch funktionieren ohne Spacer. Es sei denn, die neuen Schalen bauen anders auf als die alten. Aber denke ich mal, ich denke mal, das ist das gleiche geblieben. Okay, haben wir. Was ist denn los hier? Ah, die ist ungenau gearbeitet, oder was? Ja. Unpräzises Material. So hat der Schlüssel ist tippitoppi. Der kann es nicht sein. Das gibt's ja gar nicht. Nehmen wir den. Tja, das ist ja mal nicht viel. Also, liebe Leute. Ich fühle mich ja gerne auch weiter. Na jetzt. Super. Schön, fertig.
Mit den Pedalen tut mir ein bisschen leid, aber ich kann die nicht reinschrauben, wenn die quasi das, die Gewindegänge da in der neuen Tretkurbel sofort angreifen. Das geht dann nicht. Tja, nun weiß ich nicht, was ich damit mache. Anbauen werde ich es nicht. Habt ihr ja gesehen, an dem, das kommt von dem Hollandrad. Das ist für. Das Hollandrad ist jetzt schon wieder zu einem nicht von einem Low-Budget-Single-Speed-Projekt zu einem nicht ganz so Low-Budget-Single-Speed, Mid-Budget-Single-Speed-Projekt geworden. Zumindest um zu zeigen, was man aus dem Schrott machen kann. Deswegen wird das jetzt in die große Kiste gelegt für jemanden, der mal eine Bremsanlage braucht. Günstig. Ne? Ja, war da. Ja, na, sag mal, Mensch, blöde. Und so. Aber jetzt ist er komplett mit Hebelchen und allem. Bremse, Bremsbelag müsste man erneuern. Natürlich. Wegwerfen muss man es nicht. Kommt halt in die große Box. So, der Lenker. Lenkervorbaueinheit wird natürlich auch aufgehoben, ist ja klar, zusammen mit den Griffen. Der Schalter, da freue ich mich sehr drüber, über den Schalter, Dreigangschalter, der kommt in meine Dreigangschalterkiste. Da habe ich nämlich nur noch sehr wenige mit Plastikcover, die meisten, bei den meisten fehlt das Plastikcover. Viertel eins. So, die Bremse läuft hier nicht so richtig, die soll ich auch noch machen. Ich habe heute noch keinen einzigen Auftrag gehabt. Meine Güte, was ist denn hier los, ey? Mal gleich wieder was. Mich anderweitig beschäftigen, damit ein bisschen was reinkommt. Zack. Das hört sich ja gar furchtbar an. Zack. In verlegter Zug. Und jetzt wieder retour hier. Ja.
Anschlaghülsen drauf. Boah, was ist denn das für eine Bremse hier? Ah, die funktioniert ja auch überhaupt mal ja nicht. Oh Gott, das wäre... Okay. Bremszug haben wir gemacht mit inverlegtem Zug, aber Hinterrad hat so einen Höhenschlag, Seitenschlag, den kriegt man bestimmt noch raus, einen Höhenschlag. Da ist kaum noch was zu löten. Oh, was ist denn mit dem Laufrad los? Warum müssen hier alle Speichen locker hier?
Okay, schon viel besser. Beutel drin. Gut. Und wisst ihr noch, wir vorletzte Woche war das ja schon, halt ein Fahrrad abgeholt, der Zito, aus irgendwo, ganz weit draußen, JWD. Und das habe ich dann repariert, habe ich das ja wieder, da war ja der Kugelring-Defekt, und habe es dann wieder vermietet für eine Woche. Und das kam jetzt wieder nicht zurück. Also ich weiß nicht, was mit dem Rad los ist. Offensichtlich ist das negativ aufgeladen oder irgendwas, weil... Der Typ hat sich nicht gemeldet, obwohl ich zu ihm mal gesagt habe, ne, und obwohl wir nur deine Adresse haben hier, also bitte dennoch zurück, ja. Hat dann auch so gegrinst, so, ja, na klar, sonst, ne, so nach dem Motto, ey, was ist los, jetzt kommt der Typ nicht wieder oder was, dann gibt mir das Rad nicht zurück. Also ich verstehe es nicht, und da werde ich jetzt gleich mal nachschauen, wo das ist. Hoffentlich krieg ich es wieder. Das nervt mich. Absolut. Die Leute mit den Rädern umgehen, das geht doch nicht. Einfach so, leichtfertig, mietig und das war's. Tschüss. Nee, nee, nicht mit mir. Mach ich jetzt eine Pause. Ist ja gleich eine halbe Stunde. Dann hol ich das auch zurück. So, da bin ich wieder. Muss mich kurz umziehen, neues Hemd anziehen. 1,35 hin, wisst ihr ja, die Diskussion. Meine Tochter hat mich angepullert. Das konnte ich dann jetzt nicht mehr bis zum Feierabend tragen. Ja, mach. Gut, was machen wir jetzt? Draußen steht ein Rad, offensichtlich für uns. Torek. Kein Tourette, sondern ein Torek. Machen wir ein bisschen Mucke an oder was machen wir? Oder ist überhaupt was zu tun jetzt heute gewesen? Bis auf das ich der Jute Greif hier vorbereitet habe. Ja, Greif. Diesen Straßenfund. Könnte ich schon wieder anfangen aufzubauen hier. Da sind doch bestimmt zwei Räder, Laufräder. Decken finde ich nicht. Die muss ich kaufen. Kaufen, ne? Ich hab's Rad nicht wiedergefunden. Rad ist nicht da. Der hat uns verarscht, der hat uns richtig... Ja, Idiot. Er kriegt die Krise, aber ey. So eine Leute, ey. Hauptsache mal, ich schreibe jetzt eine E-Mail an den erstmal, damit er mal Bescheid weiß. Damit er Bescheid weiß, dass wir Bescheid wissen. Dass ich meine Brüder hole. Meine Brüders und Schwesters. Brassers and Sisters. Hallo. Ja, bitte. Hi. Hi. Hallo. Was darf sein? Ja, mein Vater ist gefallen und seitdem, irgendwie der vordere Rad so. Ja, gut,
Na Wahnsinn, was haben wir denn jetzt? Sag mal, 1, 2, 3, 4, 5 Aufträge. Fangen wir mal vorne an und dann hinten auf. Ich wollte meinen Enkel abholen, jetzt der Platz. Nun ist der Platz, der Enkel. Natürlich nicht der Enkel, sondern nur der Schlauch. Ja, das ist egal, was es kostet. Oh, kein Flicken mehr möglich. Nee, nee. Sorry. Okay. Flicken. Unmöglich. Der ist ja rausgesprungen. Und aufgerissen. Und hier, oh Gott, wie sieht das denn schon aus? Oh nee. Tja, das tut mir wohl leid. Made in China. Ja, den kann ich nicht mehr flicken hier. Kann ich nicht flicken. Das ist das Problem. Was gibt's denn da? Schläuche eventuell. Ich brauche einen Schlauch. Ja, ich bin eh noch heiß. Ja. Wie, du bist noch heiß? Ja, ich bin eh noch heiß. Was heißt denn heiß? Naja, warm. Aber hast du mal ein Messer? Wofür jetzt? Hierfür. Wieso? Schneiden. Was denn? Ja, hier. Ich will schneiden. Hast du noch Kabel? Du musst mir erstmal meine Frage beantworten. Das komme ich hier nicht weiter. Das nützt mir nicht. Was heißt ja? Naja, heißt ja. Ja, fährst du zu Lamke? Ja, ach nee. Nee. Was denn sonst machen? Ja oder nee? Naja, ja. Okay. Und dann nochmal. Ja, klar. Da brauche ich nochmal Silber. Hast du blaue eloxierte Speichermittel? Da ist ein. Oder hast du. Eine Schere steckt da drin. In der Werkbank. Hast du kaputte Nippel? Aber eloxiert? Irgendwas? Nee. Ja. Wie gesagt, hier ist nur ein Schlauchwechsel, den braucht man eigentlich auch nicht zeigen. Ist ja auch langweilig. Muss man sowas noch zeigen? Schlauchwechsel beendet. Und hier schleift das Vorderrad. Mal gucken, ob das was Einfaches ist. Jetzt Pedale tauschen. Gestern habe ich noch den Hercules gekauft. Die gute Dame will die Pedale wieder haben. Oder frag doch mal hier vorne erst. Vielleicht hat der ja offen. Und nix. Echter Auftrag. Echte Aufträge sind es ja alle. Also was haben wir hier? Tretlager hat sich rausgedreht auf der Innenseite. Das ist jetzt der letzte Auftrag von denen, die jetzt kamen. Also habe ich jetzt alles schon ruckzuck abgearbeitet hier. Und der ist weitergefahren und weitergefahren und weitergefahren und weitergefahren. Das ist natürlich nicht gut, habe ich ihm verdeutlicht. Dann müssen wir mal schauen, was da los ist. Inwiefern das geschädigt ist. Auch schon sehr lange her, wo ich diese Position genutzt habe, da oben. Diese wunderschöne Lampe von hat mir doch auch hier einen Fan geschickt. Wie hieß sie denn?
Mann, ihr meldet euch alle so lange nicht mehr. So weit wie Chefkocki oder so. Meldet sich ja auch nicht mehr. Was ist denn da los? Wo ist denn die alte Garde? Fans der ersten Stunde. Ringo und Annette, das sind ja die, die sich permanent melden. Richtig gut. Treue Fans. Seit langer, langer Zeit. Katja? Wiese? Weiter? Katja? Moin. Ja, bitte? Ich brauche nur eine Smartphone-Halterung. Ach du liebe Zeit! Wieso denn so weit? Na, damit ich das Smartphone sehen kann, mein Plan. Ach, du willst die Straße sehen? Ja. Aber manchmal muss man ja auch die Karte sehen. Für den Fünfer? Ja, sicher. Wo ist denn mein Handy? Sasse. Ja. Was ein Glück! Jetzt so sagen, ich Glück. Ja, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber manchmal sind sie schon ganz praktisch. Ah, ich weiß nicht, ob Linker oder. Ist okay. Aircom. Aha. Ja Mensch. Das ging ja schon nicht schlecht. Na gut. Meint natürlich. So. Dann gucken wir mal, wie wir die andere Seite hier runterkriegen. Boah, sieht das aus, ey, voll zermalen, die ganze Tretlager hier. Ja. Ist das eine kurze Schale, oder? Ist die kurz? Mann, Wahnsinn. Volle Tretlager zerhunzt. Yummy, yummy. Frühstück. Frühstückszeit. Gut, mach gleich weiter. Ich wasche mir erstmal die Pfoten, krabbel mir die Arme hoch, ja. Darum sagt man, Ärmel hochkrempeln ist ein Zeichen für Arbeit beginnen. Anfangen zu arbeiten. Ja, freut mich sehr. Jetzt wird das sauber gemacht und dann habe ich gute Hoffnung, dass man tatsächlich das ganze Lager nochmal nehmen kann. Da wir ja hier mit Wiederverwertung und so, nehmen wir hier altes WD-40. Tränken damit kurz ein Tuch hier ein bisschen.
waschen damit die Lagerschalen aus. So, klar. 10 Zoll. 10 Zoll Keller. Ein Kenner, 6 Euro. Ein Kenner, 6 Euro. Ja. Bei wem? Bei Radspinnerei. Okay. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich... ...so traurig ein Märchen aus uralten Zeiten. Das geht mir nicht aus den Sinn. Du bist echt doof, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Da mach ich mir jetzt erstmal die Werkschürze um. Dann ist das scheiße. Tommy Metzger. Das war eins der ersten Räder, was sie mir geklaut haben. Genau dieses Rad. Also nicht dieses, aber genau Jeanette. Ich habe es aufgebaut, fertig gemacht, hingehängt draußen. Zack, war weg, geklaut. Und die klaut so richtig, einen Tag über, oder? Ja, während der Öffnungszeiten. Ich habe das nur so festgemacht, in sich gesichert und so aber angehangen an diesen Haken, der seitlich von der Tür ist. Ja. So, angehangen. Also weggetragen. Hat einer irgendwie rausgefummelt und mit die Tür. Da war ich sauer, ich bin zur Polizei gelogen, weil das erkennst du. Und jetzt, kannst du ein Foto 10 machen. Jahre später, kannst du ein Foto machen und? 10 Jahre später kommt einer an mit so einem Rad. Nee, das war nicht das. Ja, aber das war genau also dieses Modell. Ja. Du hast den Laden also doch schon länger offen. Wie doch schon, ja. Du hast es ja irgendwie erzählt, du hast erst dieses Jahr aufgemacht, irgendwie mit wegen. Nö, halt nicht. 10 Jahre schon. 11 Jahre. Okay. Oh, die Vergangenheit. Ja, die Vergangenheit ist vergangen. Die Vergangenheit. Ja. Kommt mir sehr vergänglich vor. So, wie auch immer, jetzt die noch wieder Arbeit hier. Kommt mir so vergänglich vor. Ja. Nein, froh immer. Oh. Das ist so schön. 100 Pfund. Der Türkabel. Naja, gestern kam mir, er hat schon Puff gemacht, mein Elektrodenhalter. Da habe ich dann abgemacht und. Ich schon. Was mit der Hand festgehalten? Also, ja, ich als Muscle-Kabel, ich weiß gar nicht, ob das Plus oder Minus ist, was eine Elektrode das ist. Das rausfinden. Ich glaube, das ist Plus und Minus ist ja dann immer die. Kann das ja auch umdrehen, aber das ist. Ne, sehr blöd. Oh, ich brauche mal irgendeinen Start. Also, ich will keine Gewicht bekommen, 135 Ampere oder so. Naja, dann hüpft dein Herz aus dem Körper gleich raus. Mhm. Macht der so. Scheiße. Dann so, kannst du kurz noch sehen, so. Wie stört der Bäcker? Bloß noch 3 Schritte und kippst um. Flatsch. An wie vielen Leuten ist der Bäcker vorbeigelaufen? Weißt du das? 3. An 3? Und dann? Ist er umgekippt. Ja, haben sie ihm nicht das Bein gestellt? Ach so. Ah. Ohne Kopf? Ach so hässlich. Schiebung! Ja, Störtebäcker! Ja. Mach den Störtebäcker! Ja, was ist denn hier hässlich? Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Ja, das andere auch hier. Ich hab da halt keine Ausbildung für. Also, wenn ich von Arbeitsschutz da keine Ahnung hab, irgendwie. Was diese ganze Elektronik betrifft, hab ich noch nie. Aber schweißen kann ich. Schwitzen kann ich auch, ja. So ein bisschen 104, boah. Da ist er ja. Hier. Mit Kurbel ab hier. Bla 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 bla. Haben wir hier für nichts?
Haben wir denn noch schön nicht? Eine 142er FHMT 400. Die billigste Narbe. Mit Centerlock. Mit Centerlock. Mit Centerlock. Und eigentlich wollte ich nur die Achse und die ist so am günstigsten zu bekommen. Alpha, Beta, Gamma, Zeta-Lock. Wenn du mal so ein paar Achsteile hast, ja. Ich habe die schon in 148 gehabt. 148. Mein Soli ist weit gespacert. Ich habe jetzt die richtige Bremsscheibe. Alles schick. Ja, vorne geht's so, lustigerweise funktioniert es mit der Bremse, obwohl die Scheibe so günstig ist, also eine günstige, und hab halt diese Ryzen Dinger drauf und müsste eigentlich quietschen, aber macht's halt nur immer hinten. Macht's halt nur immer hinten. Der Valentin, der Valentin, das ist ja so ein Valentin. Der ist ein super Valentin. Ich habe das ganze Werkzeug hoch. Wir haben Grund zum Schrauben. Hast du mal die Kappe? Ja, die Kappe. Dann kannst du den mal oben anstecken an den Kinderwagen. Wissen die? Ich denke mal schon. Also wir sind erstmal quitt. Das haben wir erstmal. Schon mal wichtig. Isolierzange. Benötige. Hier. Abisoliert haben wir. Dafür gibt es auch in manchen Zangen eine richtig geile Kerbe. Ah ja. Abisoliert Zangen halt. Ja, hier unten ist auch eine schöne Kerbe. Da brauchst du gar nicht viel machen, weißt du? Du musst einfach nur hier unten reingreifen und das war's. Ja, je nach Durchmesser, ne? Ah ne, stimmt. Das ist ganz schön scharf, deine Zange, du. Das ist aber ganz schön scharfe Zange, mein Freund. So, muss ja nicht Deutsch geben. Lass mich überlegen. Ja, überlegen, Simon. Du bringst mich durcheinander. Ja. Ich brauche 34. Cool, Lagerringe. Du brauchst Indiana Jones. Au. Du bist ein Quatschkopf. Du bist der echte Jakobaku. Jakob. Kennst du Jakobaku? Der war wie eine Maschine. Überall, wo man hinguckt, da liegen diese scheiß Fahrradzüge. Auch bei dem anderen Laden in der Liberastraße. Dass sich da keiner darum kümmert, diese ganzen scheiß Metallzüge wegzuräumen, weil sie die auf der Straße liegen. Die auf der Straße liegen? Ja, weil das ist ja ein halber Müllhaufen da, die Straße kriegt bestimmt mal Stress. Die da, weil die auf der Straße schrauben. Ja, deswegen. Ja, aber das liegt doch bei mir in der Strom, ich fliege ja oft weg eben draußen. Deswegen, aber bei dir liegt hier drin rum. 1000, das ist so richtig, du kannst sehen, dass da irgendwie geschraubt wird da. Ja, bei mir wird auch manchmal draußen geschraubt bei jedem Wetter, aber ich räume nicht hinterher, ich muss das wegräumen. Eben. Sobald da ein Zug liegt, was meinst du, die Nachbarn hier? Die haben mich nicht so lieb. Ich finde mich nämlich nicht so geil. Nee. Also einige zumindest. Die denken sich so, was ist das für ein Typ, Alter? Das für ein Assel, ey. Der besetzt da unten im Keller alles. Unsere schönen Keller. Der besitzt da alles. Der besetzt da alles. Der besetzt da alles auf jeden Fall. Ja. Boah, leck mich am Arsch. Also machen wir das Ding. Du willst was sagen? Ja, ich möchte. Was will er denn sagen jetzt? Diese Ding irgendwie. Was möchtest du? Ich hasse meine Pizza. Die sind so lustig und so scheiße gleichzeitig. Mach mal Fahrrad und kauf mal Kuli für 500. Nur verarschen. Soll mal lieber ja la machen irgendwie. So. Was möchtest du sagen? Ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht. Also richtig im Lager drin, ne? Alles aufschrauben. Genau. Ja, das ist das gleiche, was ich hier gerade mache, im Grunde genommen. Was machst du da? Im Tretlager machst du das? Ja, im Tretlager schraube ich gerade auseinander hier alles, oder beziehungsweise reicht das schon, dann nimmst du die Kugeln raus, machst als sauber, neue Fettpackung,
bastelst alles wieder rein. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, dass es natürlich Räder gibt, bei denen sich das lohnt. Mhm. Und dann die Räder, wo die Lager so billig sind, dass die eigentlich wahrscheinlich sowieso kaputt sind. Um 7 mal weiter. Die Pedale ist fast raus. Die fast raus? Ja. Und das war doch aber billig. Ja gut, nach dem ersten Ansturm hier hatten wir jetzt noch ein Rad mit nicht wirklich anspruchsvollem Auftrag. Ein bisschen entstauben, Sattel wechseln, Klingel ranbauen. Kleinigkeiten. Und noch eine Sattelklemme habe ich gerade verkauft für 3 Euro. Jetzt sind ja Beträge, Alter. Macht er sich wieder die Taschen voll mit, ja. Und jetzt läutet langsam den Feierabend ein. Jetzt kommen sie gleich alle abholen. Mit der Herne noch zugucken. Dann erst, wenn abgeholt ist, gibt es auch Geld. Das ist ja außerdem. Darf man nicht vergessen. Ja. Na dann, bis morgen wieder, sagt der Tommy. Wir sehen uns. Morgen? Übermorgen. Ach, wer weiß wann. Wir sehen uns. Macht der Duke. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.